Hallo, wir von Klecker TV. Wir waren gerade auf dem Wochenmarkt und in der Edeka einkaufen. Ja, also wir machen einen Salat da noch und einen Reiskäseauflauf. Also für den Salat haben wir Eisbergsalat gekauft, Tomaten, Paprika, eine Gurke und dann halt noch Balsamico und Olivenöl. In den Käse-Reisauflauf, für den haben wir Karotten gekauft, eine Zwiebel, 4 Eier, Schlagsahne, Reis, 3 Packungen Käse. Hallo, was macht ihr denn gerade? Wir trennen die Erbsen von den Hülsen. Was kommt denn da alles rein? Also für 4 Portionen brauchen wir 300 Gramm Möhren, 2 Esslöffel Öl, 250 Gramm Langkornreis, 2 Esslöffel Currypulver, 500 Milliliter Gemüsebrühe und 40 Gramm Butter oder Margarine. 300 Gramm Erbsen, Salz und Pfeffer, eine Prise Zucker, 2 große Eier, 200 Gramm Schlagsahne, 125 Gramm Käse Gouda gerieben, eine Paprika, eine Zwiebel, eine Gurke und ein Eisbergsalat. Was macht ihr denn nun? Wir schneiden die Karotten. Was machen Sie jetzt? Also ich habe Reis reingetan, den werden wir jetzt anbraten und darunter ist Olivenöl. Ich schneide die Zwiebeln in Würfel. Und dann? Und dann kommen die zu den Karotten. Und wie geht's jetzt weiter? Also ich brate gerade den Reis hier an und anschließend, wenn er ein bisschen angebraten ist, geben wir diese leckere Gemüsebrühe dazu. Also ich habe die Tomaten gewaschen und jetzt schneide ich sie und dann, wenn sie fertig sind, tue ich sie da rein, weil wir machen dann einen Salat. Ich schneide gerade die Paprika zu Würfeln. Ich habe die Gurke geschält und schneide jetzt auch dünne Scheibchen. Was machst du jetzt? Ich brate das Gemüse an und ich würze das. Wie sieht's denn jetzt mit dem Gemüseauflauf aus? Ja, wir tun jetzt noch ein bisschen Käse drüber. Und wie geht es jetzt weiter? Also wir tun jetzt das hier halt noch oben drauf. Ja. Und was jetzt? So zum Schluss tun wir jetzt halt noch das da in den Ofen. Machen Sie jetzt? Also ich mache jetzt den Salat an mit Olivenöl, Balsamico, Pfeffer, Salz und ein bisschen Zucker. Ja, jetzt ist unser Essen fertig.